Eine Geheimkonferenz im Pazifik. Irgendwo im Südpazifik, 31.08.2016. Auf der hochmodernen Fregatte, die ohne Flagge und nationale Kennzeichen seit Jahren mitten in den schier unendlichen Weiten des Pazifiks kreuzte, fanden sich pünktlich um 18 Uhr vier Herren und eine Dame im Konferenzraum ein. Das Schiff war bis oben hin mit modernster Technik ausgestattet, ansonsten aber kaum mit einer normalen Fregatte zu vergleichen. Im Inneren befanden sich in bestens abgeschirmten Tresorräumen Serverräume, die über das Blacknet mit den Servern der amerikanischen Regierung, der NSA und weiteren Geheimdiensten verbunden waren und regelmäßig die wichtigsten Daten der USA und seiner Dienste synchronisierten, allerdings ohne deren Wissen. Es gab zwei Schwesterschiffe, atomgetriebene U-Boote, von denen eines im Gebiet des Südpols und ein weiteres am Nordpol kreuzten. Die Routen der Schiffe wurden per Computerprogramme ständig verändert. Niemals wiederholten sich Ort oder Zeit, an dem die Schiffe an einem bestimmten Punkt waren. Untereinander waren sie mit abgesichertem Funkverkehr verbunden. Sie blieben ständig in Bewegung und selbst auf den Radarschirmen der Army und der Dienste war ihre Position verborgen. In regelmäßigen Abständen wurden umfangreiche Sicherheitsmeldungen von allen drei Schiffen an eine den Geheimdiensten der Welt unbekannte unterirdische Bunkeranlage 300 Meter unter dem Outback Zentralaustraliens gesendet. Es waren eigentlich Hightech-Geisterschiffe, da sie für ihre Zwecke kaum Besatzung brauchten. Sie glichen schwimmenden Festungen und waren im Krisenfall auch als Übergangsdomizil für bis zu 50 der wirklich Wichtigen der Erde gedacht. Das Schiff verfügte über großzügige Kabinen, in denen jetzt Führungskräfte und Spezialisten einer Organisation mit der Bezeichnung NOSE, Nautic Organization for Security and Exploration, über Monate hinweg leben und arbeiten konnten. NOSE war ein Ableger von Osiris. Die fünf Personen, die sich jetzt im Konferenzraum der Fregatte befanden, waren durch jahrelange Tests ausgewählt worden. Voraussetzung waren höchste Intelligenz, absolute Verschwiegenheit, hohe körperliche Fitness und eine absolute Ergebenheit gegenüber der geheimen Organisation, für die sie arbeiteten. Manche von ihnen waren in einem speziellen Programm schon seit ihrer frühesten Kindheit für diese Tätigkeit ausgewählt und jahrelang beobachtet worden. Natürlich geschah das alles ohne ihr Wissen und oft genug auch ohne das Wissen ihrer Eltern, bis zu dem Tag, an dem man ihnen eröffnete, wer ihre Karriere im Hintergrund beobachtet und gefördert hatte, sofern sie sich durch ihr unbewusstes Verhalten als grundsätzlich geeignet für die ihnen zugedachte Aufgabe erwiesen hatten. Die Auswahltests eines Apollo-Astronauten waren nichts im Vergleich mit dem, was die fünf hinter sich hatten. Sie zeichneten sich durch eine überragende Auffassungsgabe, ein großes Allgemeinwissen, vertiefte juristische Kenntnisse, Kenntnisse in Politik und Staatswissenschaften, in Computertechnologien und Abwehrtechniken sowie Einzelkämpferausbildung und viele weitere Soft- und Hard-Skills aus, die ihnen in langen Ausbildungsreihen beigebracht worden waren. Neben ihren erstklassigen Hochschulabschlüssen an Elite-Universitäten der Vereinigten Staaten waren sie in vielen Ländern der Erde für die Geheimdienste der USA tätig gewesen und hatten sich mehrmals in Kampfeinsätzen bewähren müssen. Sie kannten sich seit vielen Jahren und bildeten eine verschworene Gemeinschaft aus Intelligenz, Kraft und Hingabe an die Mächtigen dieser Welt. Vor vier Stunden hatten sie sich mit insgesamt 10 der besten Theologen aus aller Welt zu dieser Telefonkonferenz verabredet. Und die Daten waren diesen mittlerweile übersandt worden. Sie hatten sie jeder für sich eingehend studiert. Um Punkt 18 Uhr wurde die Telefonkonferenz eröffnet und die ersten Teilnehmer schalteten sich zu. Larry Holloway, ein hoher Offizier und verdienter Afghanistan-Veteran, eröffnete das Gespräch. Meine Herren, ich danke Ihnen, dass Sie sich zu dieser äußerst wichtigen Telefonkonferenz bereitgehalten haben. Wir haben aus Fort Meade interessante Informationen erhalten. Informationen, auf die wir jahrelang gewartet haben. Sie alle kennen unser Projekt Abraham, das seit vielen Jahrzehnten läuft und in dem wir in langen Testreihen und mit hohem Aufwand und Kapitaleinsatz versuchen, Endzeitaussagen alter religiöser Schriften und daher auch der Bibel einordnen zu können. Die Unterlagen liegen vor. Aus unseren Quellen haben wir erfahren, dass die Informationen von einem deutschen Architekten aus Frankfurt stammen. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit biblischen Aussagen, die er komplett anders versteht, als das der allgemeine Mainstream innerhalb der christlichen Welt tut. Soweit wir sehen, hat er Ergebnisse gefunden, die deutlich über das hinausgehen, was bislang von Ihnen, meine Herren, geliefert wurde.
Heute wollen wir von Ihnen wissen, wie Sie zu den Aussagen des Deutschen stehen. Wer will anfangen? Zunächst entstand eine kurze Pause und dann meldete sich die Stimme des holländischen Teilnehmers, der sich aus Rotterdam zuschaltete, ein gewisser Professor Dr. Jan Bohm. Er war Professor für systematische Theologie an der Reformierten Theologischen Fakultät Brüssel und ein anerkannter Fachmann auf seinem Gebiet. Viele seiner Veröffentlichungen wurden weltweit gelesen und in viele Sprachen übersetzt. Vor seinem Theologiestudium hatte er in Cambridge und Harvard Volkswirtschaft mit Summa Cum Laude absolviert und war im Vatikan ein gern gesehener Gast. Während des Zusammenbruchs des russischen Imperiums unter Gorbatschow und später unter Jelzin war er Berater des amerikanischen Präsidenten gewesen. Er leitete dann und wann den Bibelkreis im Weißen Haus und war auch sonst mit der politischen und wirtschaftlichen Welt bestens verknüpft und vertraut. Meiner Meinung nach sind das Spielereien. Der Deutsche hat seine Konkordanz durchgelesen, verschiedene Bibelstellen aus dem Zusammenhang gerissen, miteinander verknüpft und interpretiert sie jetzt so, als ob Jerusalem eines Tages zum Glauben an Jesus Christus kommt. Nun, wenn das so sein sollte, dann sollte uns das nicht groß stören. Es hat kaum Einfluss auf die politischen Zusammenhänge im Nahen Osten und ist, und das sollten wir nicht vergessen, lediglich ein Gedankengebäude eines Laien, der meint, die Bibel anders lesen zu müssen, als das in den letzten Jahrhunderten der Fall war. Ich gebe zu, dass die Gedanken zum Teil sehr interessant sind, kann ihm aber nicht immer folgen. Ich weiß nicht, ob uns das wirklich weiterbringt. Es geht hier nicht darum, ob Sie den Gedanken folgen können oder nicht, erwiderte Holloway kurz. Im Übrigen ist die politische Einschätzung dessen, was wir hier vor uns haben, unsere Sache. Unsere Frage ist die, haben Sie ähnliche Gedanken bereits einmal gelesen? Wurde jemals in der christlichen Literatur Ähnliches veröffentlicht? Wenn ja, was wissen Sie über den Inhalt, der uns hier vorgestellt wird, aus anderen Quellen? Was sagt die aktuelle Wissenschaft zu dem Thema Wiedergeburt? Selbst über die vielen tausend Kilometer Entfernung spürte Bohm die Härte und die Kälte von Holloways Erwiderung. Bohm war es durchaus gewohnt, mit Politikern und Größen der Wirtschaft zu diskutieren, aber Holloway war ein anderes Kaliber. Soweit ich weiß, ist bis in die jüngste Zeit in der christlichen Literatur nichts Neues über das Thema Wiedergeburt veröffentlicht worden. Auch aus älteren Quellen, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten untersucht haben, ist mir nichts Vergleichbares bekannt. »Na, das ist doch schon mal was«, sagte Holloway. »Was ist mit den anderen? Wie sehen Sie das, meine Herren?« Die anderen Gesprächsteilnehmer bestätigten die Sichtweise von Bohm. Auch ihnen war aus der Literatur nichts über eine sogenannte Wiedergeburt Jerusalems bekannt. Sie wiederholten ihr bereits vielfach benutztes Zitat von der Wiedergeburt des Staates Israel und erwähnten einige Stellen aus Hesekiel 37 und Sacharja 12. In Sacharja sei beispielsweise die Rede davon, dass das Haus David und die Bürger zu Jerusalem den sehen, in den sie gestochen haben. Nach gängiger Auslegung sei dies Jesus Christus und man könne vermuten, dass ganz Israel als Staat eines Tages Jesus erkennen würde. Das sei aber nach gemeinhin anerkannter Lesart erst im tausendjährigen Friedensreich der Fall. Die theologische Runde stimmte bei diesen Worten lautstark zu. Ob jedoch in Sacharja 12 eine Wiedergeburt im neutestamentlichen Sinn beschrieben sei, wie das der Deutsche hier verstanden wissen wollte, wurde allgemein bezweifelt. Zusammenfassend konnte sich keiner von ihnen erinnern, in irgendeiner Veröffentlichung etwas über die Wiedergeburt Jerusalems gelesen zu haben. Nach etwa einer halben Stunde wurde das Gespräch beendet und die fünf waren wieder unter sich. »Was haltet ihr davon?«, fragte Holloway in die Runde. »Nicht viel«, meldete sich Kathleen Myers zu Wort. Sie gehörte der Runde ebenfalls seit vielen Jahren an und hatte unter anderem die jüngsten Forschungsarbeiten mit weltweit ausgewählten Geschichts-, Kunst-, Literatur-, Religions- und Sprachwissenschaftlern geführt. Vor 3 Jahren war ihr die Ehre zuteil geworden, mit ein paar Mitarbeitern einige Wochen in den Vatikanischen Bibliotheken verbringen zu können und ohne Einschränkung die zum Teil jahrhundertealten Schriften zu sichten und zu analysieren. Aber sie und ihre Mitarbeiter blieben stets am Buchstaben hängen. Keinem von ihnen war es möglich, tiefer in die geistlichen Inhalte der Bibel einzudringen. Myers kannte die Bibel aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer jahrelangen Beschäftigung mit theologischen Inhalten recht gut, obwohl die zentralen Glaubensinhalte wie Buße, Bekehrung, Gebet, die Person Jesu Christi und so weiter immer wieder Abscheu in ihr hervorriefen. Sie war eben durch und durch Agnostikerin. Irgendwie kommen wir nicht vorwärts mit dem Thema. Die bisherigen Berater aus der geisteswissenschaftlichen Welt drehen sich alle im Kreis.
Wenn ich mir rein sprachwissenschaftlich das anschaue, was der Deutsche zusammengeschrieben hat, dann kann ich nicht umhin zuzugeben, dass die Zeilen ein gewisses Gewicht haben, auch wenn wir nicht alles verstehen und auch noch nicht die Konsequenzen überschauen, die sich aus dem, was er notiert hat, ergeben, macht es meiner Meinung nach großen Sinn, ihn persönlich nach dem zentralen Inhalt seiner Texte zu fragen. Oftmals ist es so, dass das, was schriftlich niedergelegt wurde, bereits durchdacht und innerlich verarbeitet wurde. Es ist also durchaus wahrscheinlich, dass der Mann mehr weiß als das, was er bisher aufgeschrieben hat. Und das, was er aufgeschrieben hat, ist deutlich mehr als das, was wir in den letzten Jahren gefunden haben. Ob es echte Prophetie ist, kann ich nicht sagen. Und wir müssen auch zugeben, dass wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht wirklich wissen, wie heute echte Prophetie aussieht. Lassen Sie uns den Mann holen. Wir haben bereits jetzt so viel an Geld und Zeit verschwendet, dass es endlich an der Zeit wäre, belastbare Ergebnisse zu bekommen. Wenn er uns nicht weiterhelfen kann oder nicht kooperiert wie die anderen, lassen wir ihn verschwinden. Einer mehr oder weniger macht's dann auch nicht. Das können wir nicht ohne Rücksprache, warf Holloway ein. Wir müssen zuerst bei der Leitstelle anfragen, ob wir einen Zivilisten mit Familie aus dem Alltagsleben reißen und mit den Wirklichkeiten unserer Welt konfrontieren dürfen. Hab ich schon, entgegnete Myers ruhig. Erst war man der Meinung, der Text sei nicht wichtig. Unerheblich. Laufen lassen, hieß es. Aber keine 5 Minuten später kam eine neue Anweisung rein, die umgehendes Eingreifen befohlen hat. Ist angeblich mehr als dringend. Hier ist die Mail. Sie warf ein Blatt Papier mit der Überschrift Urgent in die Mitte des Tisches und stand auf. Also los, meine Herren, machen wir schnell. Dann haben wir es hinter uns. Holloway schützte die Lippen, legte den Kopf zur Seite und mit einem kurzen Okay veränderte er das Leben von Alex Christoph nachhaltig. Offensichtlich hatte sich Rosenberg eingeschaltet. Die Informationen über die Texte von Alex kamen relativ spät zu ihm. Er war schließlich erst kürzlich zu der Gruppe der Osiris hinzugestoßen und man hatte sein Platzett nicht abgewartet. Als Rosenberg die Zeilen überflog, traute er seinen Augen nicht. Hier waren tatsächlich interessante Neuigkeiten, die Israel und insbesondere Jerusalem betrafen, verarbeitet worden. Er kannte sowohl die Texte des Alten als auch die des Neuen Testaments, wenn auch nicht so gut. Dennoch hatte er sich in den wenigen Monaten, in denen er sich in seinen neuen Aufgabenbereich einarbeitete, mit dem Projekt Abraham eingehend beschäftigt. So war er in dem Thema relativ sattelfest und spürte instinktiv, dass diese Zeilen mehr enthielten als das, was er in anderen Auslegungen, Texten und Stellungnahmen bisher gesehen hatte. Er überflog die Zeilen und Seiten und es war ihm klar, dass jemand einem Thema innerhalb des Alten und Neuen Testaments auf der Spur war, das ihm bislang verborgen geblieben war. Er insistierte bei seinen Osiris-Kollegen, erklärte kurz die Situation und verlangte nachhaltig, den Mann zu sprechen. Selbstverständlich konnte man das nicht zulassen, aber man versprach ihm, Christoph an einem geheimen Ort eingehend zu interviewen und das Ergebnis schnellstmöglich an Rosenberg zu schicken. Rosenberg fühlte sich wie ein Archäologe, der in Jerusalem die antike Davidsstadt ausgräbt. Die Wiedergeburt Jerusalems? Was sollte das bedeuten? War das etwa eine christliche Taktik, um das Judentum zu unterlaufen? Aber das konnte nicht sein. Es ging hier schließlich nicht um eine Pressekampagne oder einen Zeitungsartikel in der Washington Post. Hier hatte irgendein unbedeutender deutscher Bibelleser ein prophetisches Thema angerissen, das die komplette endzeitliche Sicht der Theologen auf den Kopf stellte. Und zwar sowohl die jüdische als auch die christliche. Wenn das, was Rosenberg in den Manuskripten, die ihm vorlagen, bereits gesehen hatte, wahr wäre, müsste er umgehend Schlerstein in Jerusalem darüber informieren. Vielleicht würde er es in aller Vertraulichkeit auch seinem Bruder Nathan mitteilen. Von der Fregatte in der tiefblauen Unendlichkeit sendete Holloway alle notwendigen Anweisungen an die zuständigen Einheiten in Darmstadt und in Ramstein in der Pfalz. Zunächst sollten von Ramstein aus Drohnenflüge das Umfeld von Christoph in Frankfurt erkunden und erste Informationen für den Zugriff liefern. Es würde nur wenige Tage dauern und Christoph wäre bei ihnen.